Hallöchen und schnurzig willkommen zurück hier bei World of Warcraft in der Beta von Battle for Azeroth. Und wir sind hier fleißig am Leveln und am Questen, wie man hier sieht. Und ja, mehr ist das aktuell eigentlich auch nicht einmal. Weil das ist halt so der Grund oder das Hauptding, wodurch wir halt ja unsere Level kriegen. Außer natürlich für die Leute, die bevorzugt die Inis und Raids gehen. Aber ich bin dann eher lieber so, ich mache lieber die Quests. Befreit Samuel. Den Gezeiten sei Dank, es sind nicht alle verrückt geworden. Das halbe Haus hat den Verstand verloren. Huch. Habt ihr Vorräte? Was? Chemische Sprengkapseln? Gerade mal reparieren. Ach, da können wir auch gerade mal unseren Rotz verkaufen, ne? Das brauchen wir nicht mehr. Ja, komm, jetzt können wir eigentlich alles kommen hier. Das ist ein Questgegenstand. Seebärenkekse. Was das sein soll, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ist mir auch egal. So. Zerstört 8 Anker der Bindung. Ach, das sind diese leuchtenden Popel hier überall. Was liegt denn hier am Boden? Huch. Lass mich. Geh weg. Ich werde dich Kiel holen. Versenkt meine Knochen im Meer. Nee, ganz bestimmt nicht, Junge. Blitz ran, Mädel oder Junge, je nachdem. Versenkt meine Knochen. Im Meer. Oh, ein Gold. Hört den Ruf der Tiefe. Ich höre überhaupt keinen Ruf der Tiefe. Ich höre nur mein Kopf. Das Auge des Sturms findet euch. Das braucht mich nicht zu finden. Ich bin immer da. Huch. Ach, das ist für den irgendwas. Ich verstehe. Euch lasse ich bluten, aufmüpfige Made. Es fragt sich, wen hier bluten lässt. Wertlose Made. Ach, da haben wir die Schwester. Herrin unter dem Meer wird uns zum Sieg führen. Haus Sturmsang wird dieses Land regieren. Dafür werde ich euch vierteilen lassen. Da kommst du gar nicht mehr dazu, Mädel. Wird sie auch holen. Ist hier irgendwas, was wir mitnehmen müssen? Nö, das war nur die. So, da drüben ist das nächste, das wir holen müssen. Oh, nein, jetzt falle ich doch ganz runter. Ach, scheiße. So weit runter wollte ich gar nicht. Steht eigentlich irgendwo wie viel Leben? 21.000 Leben! Wow, das ging mal in mehrere Millionen. Da wurde das scheinbar auch wieder irgendwie angepasst. Was? Seelengeboren? Oh nö, was? Scheiße. Hä? Ruft die Seelen verstorbener Sturmsang-Soldaten aus der Nähe herbei und führt sie der... Hä? Ach, die da, oder was? Muss ich das verstehen?
Ach ja, genau. Oh, komm schon, ey, Alter. Was willst du denn? Dein Gammelschild da. Komm, verrecke. Steigt empor. Ja, wundervoll. Jetzt funktioniert das, oder was? Was für ein Scheiß ist das denn? Die ganze Zeit bring ich Leute um und nichts tut sich hier. Und jetzt, wo ich mal dran denke, und jetzt auf einmal geht das, oder wie? Naja. Ach, das funktioniert mal wieder nicht. Was ist... Hä? Muss ich das irgendwie verstehen, wie das funktioniert? So, die haben wir alle. Ich verlasse nicht das Schiff. Toll, und auch noch 12 Stück davon, ey. Muss ich irgendwie noch 30 andere Spieler hier rum... Aber scheinbar kann ich die auch nehmen. Sterbe für mein Haus. Ah, ich muss sie auch noch alle einzeln nehmen. Na, wundervoll. Oder auch nicht. Egal, komm. Och. Das ist merkwürdig irgendwie. Das Glöckchen gefällt mir, aber was ich damit machen muss, ist kacke. Das dauert voll lange. Das ist zu weit entfernt. Sehen wir, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Ich verlasse nicht das Schiff. Da schreit ein Pferd, wo gar kein Pferd mehr ist. Ja, ja. Also der Mehrfachschuss war auch schon mal besser. Kuckuck. Ich sterbe für mein Haus. Was für ein Haus? Du hast ja kein Haus. Hier gibt's kein Haus. So. Jetzt brauche ich nur noch den Mantel. Der ist irgendwo da drüben. An euch statuiere ich ein Exempel. Mhm. Die klingen irgendwie so ein bisschen texanisch, ne? Habe ich das Gefühl. Die Leute hier. Jetzt geh doch mal da in Luft, Mann. Sehen wir, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Ich bin aus einem besseren Holz geschnitzt als du, weil du bist gleich tot. Ich nicht. Siehste? Die Flut des Schicksals wird über euch brechen. Die klingt wirklich, als würden sie frisch aus Texas kommen. Selbst die Flut weicht zurück. Yeah.
Her mit der EP. Ist das da unten? Ja. Was ist das? Sprecht mit Ansel Mildenhall in der Mettbrauerei. Oh, oh, lecker. So, haben wir hier was Interessantes. Jawohl, Hammer. Eine hübsche Hose. Dankeschön. Schließt das Ritual der Befreiung ab. Huch. Hört unseren Ruf, Gefallene. Eure Untertanen seien euch mit dem heutigen Tag vergeben. Eure Untaten. Kehrt in den Sturm zurück und findet Frieden. Strömt durch den Schrein und teilt eure Stärke mit uns. Dankeschön. Sammelt 12 gesegnete Waffen. Was war das denn? Bergt 8 Kriegsschiffbaupläne. So, Batasu findet Unteroffizier Kelvin am Brennedenplatz. Oh, ich kann den nochmal umbenennen. So. Dass der Gute immer wieder mal dabei ist. So, wo müssen wir... Warum gucke ich überhaupt noch? Warum gucke ich überhaupt noch auf die Karte? Okay, ich muss wieder hoch. Was? Schon wieder da unten? Das ist doch jetzt woanders. Das ist ja merkwürdig. Und da oben gibt es was Besonderes. Da oben. Orkansturm. Hallo. Egal, nehmen wir mal. Ist Beweglichkeit. Beweglichkeit ist für uns immer gut. So, jetzt gehen wir hier gucken. Ich habe kein Ziel. Das ist merkwürdig. Ist das nicht, waren wir hier vorhin schon mal drin? Oder bin ich wieder woanders? Jetzt geh doch mal hier vorbei. Sturmverschmolzene Waffe. Aua, da ist doch mal einfach irgendeine explodiert. Wer sich weigert zu dienen, wird ausgelöscht. Ja komm, hallo, Pet, könntest du mal bitte? Danke. Endlich sehe ich klar. Hey, hier wird sich nicht geheilt, du Mistkerl. Da habe ich jetzt gar nichts mit. Da habe ich jetzt gar nichts von gekriegt. Was ist das denn für ein Scheiß?
Ach ja, komm. Au, lass mich mal. Ich habe kein Ziel. Ich muss zuerst etwas anbieten. So, einmal hier. Einmal hier. Einmal hier. Was? Oh, huch. Ich glaube, das ist... Wenn man, ach, wenn da so ein Typ, wenn da so ein Feind steht oder so, ich glaube, dann kann man da drauf schießen. Was ist das denn? Delfin? Verderbter Wellenspringer. Hier die ganze Zeit. Ach, das ist das Windspiel. Ich dachte schon, irgendwas klingelt hier. Na komm, jetzt beiß mal zu. Ich brauche ein Ziel. Da oben haben wir noch was. Ja, genau, jetzt kommst du natürlich nicht hoch. Aber mein Viech kann hochlaufen, oder was? Ist auch interessant. Wegtreten. Ich hab dich gerade weggetreten. Was willst du? Ich habe kein Ziel. Echte Arbeiter. Ja, zum Beispiel mich. Mein Tod. Ach toll, jetzt kriege ich gar nichts mehr. Ey. Weißt, die ganze Zeit kriege ich diese bescheuerten Pläne am laufenden Band. Und jetzt, wo ich nur noch zwei Stück brauche, jetzt kommt nichts mehr. Finde ich immer so interessant. Oder wenn man nur noch eins braucht, weißt du? Tod hält. Ja, wenn man nur noch eins braucht von dem, was man sammeln muss, und dann weigert sich auch das Zeug zu droppen. Aus irgendeinem mir unerklärlichen Grund. Die Pause ist vorbei, Made. Was haben die alles mit Made? Ich mach doch gar nichts. Ich bin noch ganz brav. Ah, sehr schön. Da haben wir alle. Jetzt brauche ich noch ein paar Waffeln. Drei Stück. Nee, eine. Eine sogar brauche ich nur noch. So, fertig. Ja, komm, lauf doch mal irgendwo hoch hier. Da ist auch irgendwas. Ah, da oben. Ja, ihr könnt mich... Och, danke. Geht auf mein Viech los und nicht auf mich. Dankeschön. Ich muss zuerst etwas anvisieren. La, 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 la. Hallo, hör auf mich anzuschießen. Lass mich in Ruhe. Für solche Sachen ist mein Viech da.
Toll, ich war vorhin, glaube ich, hier schon mal, aber ich habe scheinbar das Ding übersehen. Hier. Hä? Sag mal, will das Ding mich hier verarschen? Das war doch gerade eben noch da. Ich bin außer Reichweite. Nimm mal eben den. Komm, verpiss dich, Mädel. Verstärkt der Kielbrecher. Ist das ein Taucher oder was ist das für ein Ding? Ach, das ist ein Roboter. Da war oben war gerade eben noch eine Kiste. Und jetzt ist die Kiste weg. Hä? Das muss ich nicht verstehen, oder? Da haben wir eine verderbte Kapsel. Die hätte ich auch ganz gerne. Ja, komm. Hallo? Vieh? So. Ich schätze mal, das ist der Fisch irgendwie. Ja, genau. Und wieder kommt alles zu mir, weißt du? Ich habe kein Ziel. Ja, Vieh, würdest du vielleicht mal automatisch angreifen? Was ist denn los? Der lässt sich hier halber tot beißen, interessiert ihn gar nicht. Ich brauche ein Ziel. Schicke Schuhe. Schau mal doch gleich mal. Ah, oh, nice. Dankeschön. Was ist das? Eine kleine Schatztruhe. Da hinten haben wir noch irgendwo eine kleine Schatztruhe. Und ich finde, das stört gerade so, dass ich meine geliebten Reittiere für übers Wasser nicht mehr benutzen kann. Weil ich sie einfach nicht mehr habe gerade. Oh, das ist so ätzend. Aber bevor wir hier jetzt weitermachen und gucken, ob wir die Schatztruhe kriegen, beende ich jetzt mal die Folge und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ne? Also macht's gut. Tschüss.